Hey Leute, Kramix hier, was geht ab mit Paul Berger? Wir sind heute mal wieder auf Paul Berger RP, auf dem gemeinsamen RP-Server von Stani und von mir. Wir machen heute mal wieder richtig Action. Ich bin hier schon mit meiner Gang unterwegs. Was geht, Jungs? Das geht, das geht. Wir wollen heute Waffen herstellen, ja? Ja, Mann. Okay, dann weißt du, oh, da hinten ist auch wieder ein Polizeieinsatz. Lass doch mal abchecken, was da abgeht. Ey, was ist denn hier los? Der Herr muss zum Führerschein. Der hat tatsächlich keinen Führerschein dabei und springen jetzt dahin. Ah, ach so, man braucht einen Führerschein hier. Ja, haben Sie keinen, oder was? Ja, doch, doch. Ja, sind Sie sich da sicher? Ja, doch, doch, klar. Dürfte ich den einmal sehen? Später vielleicht. Oh shit. Oh, los, 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 los. Da kommt der ganz hinterher. Verfolgt er uns die Polizei? Nee, nee, das andere Richtung. Oh, gut, 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 gut. Oh mein Gott, oh mein Gott. Der wär eh nicht hinterhergekommen. Oh Mann, ey. Erstmal schön Polizei getrollt. Ich muss halt echt mal einen Führerschein machen. Ich hab wirklich noch keinen. Hat jemand noch Repair-Kit oder sowas? Muss mal selbst gucken. Ich hab im Lager. Doch, Autokit habe ich auch noch. Kann ich auch gleich mal reparieren, schnell. Das sieht ja sonst hier Schmalspur aus, wenn wir damit rumfahren. Oh, 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 oh mein Gott, das war knapp. Ey, was läuft ihr denn so auf der Straße rum? Oh, Alter, nee, nee. Nee, ey, wie dreht der? Boah, was ist denn hier bei Stani Performance los? Herzlich willkommen bei Stani Performance! Das hat mich am Anfang so erschrocken. So, wir gehen uns jetzt Waffen machen hier. Guck, du musst da rein, direkt rechts. Ey, Kramix, ja. Warum ist dein Auto Schrott geworden? Ja, ein bisschen mies gefahren. Darf ich das reparieren? Nee, ich park's einfach kurz in die Garage. So, kommt mal mit, Jungs. Ah, hier kann man Waffen bauen, okay, alles klar. So, was kostet hier der Spaß? Kupfer, Eisen, Holz. Ja, ist machbar, ist machbar. Ja, aber da müsst ihr noch eure Werkbank-Skills leveln, ne? Ach so, das heißt, man muss erst, was muss man erst bauen? Wahrscheinlich eine Nahkampfwaffe. Ja, genau. Messer, boah, ich muss echt erst farmen gehen. So können wir keine Waffe haben. Obwohl, nee, ich hab grad ein Messer gebaut. Mach doch einfach ein paar Cases auf, da hast du alles. Oder ich mach ein paar Cases auf, das ist eine gute Idee. Ja. Abstand! Warte, warte. Ja, was ist denn hier los, ey? Ach so, warte, ich hab das Messer noch gar nicht. Das braucht. Das braucht noch 10 Sekunden. Das dauert noch 20 Sekunden. Ja, ja, ich seh's unten rechts, das Messer braucht noch. Dann haben wir aber zumindest schon mal einen Baseballschläger und ein Messer. Auch schon mal besser. Oh mein Gott, man muss ja übelst viel craften, damit man eine Waffe machen kann. Ja, oh mein Gott, okay, crazy. Man muss halt übel reingrinden. Man muss echt reingrinden. Ey, ich werde mir ein paar Materialien farmen gehen. Ey, Quamix, mach einfach nur Kisten auf. Ich sagte, da kannst du das Farmen besparen. Ja, okay, warte, machen wir Cases auf. Dann machen wir doch Cases auf. Wer will alles mitgucken, was ich kriege? Ich. Wir machen einfach mal 10 Cases auf. Mal gucken, was ich hier bekomme. Kaufen. So, machen wir hier Glückskiste. Okay, let's go, Jungs. Benutzen. Oh, oh mal gucken, was wir kriegen. Oh. Das geht raus. Ah, Kupfer. Kupfer. Ah, schade, schade. Egal, ja. Kannst du, glaube ich, auch gebrauchen. Ja, ich brauche eigentlich alles jetzt gerade zum Craften. Also ich freu mich über alles. Alles gut. Nochmal Kupfer. Oha, langsam reicht's mit Kupfer. Oh, iPhone gezogen. Wild. Hier nochmal Asche. Fix-Tool, auch gut. Kann man immer mal gebrauchen. Okay, alle Kisten aufgebraucht. Leider nichts von... Oh, Polizei kommt, Alter. Ey, was wollt ihr hier? Guten Tag, der Herr. Ja? Und zwar sind Sie vor uns von mir weggefahren? Nee. Das war nicht doch, ich. Doch. Nee, waren Sie nicht? Nee, okay, das dann, war nicht ich. Dann habe ich mich vertan, alles klar. Dann entschuldige ich mich, ja? Ja, alles gut, danke. Gut, schönen Tag noch. Tschüss. So, Alter, wie viele Leute sind denn hier? Was geht denn jetzt ab? lass mal da vorne die Bestenliste anschauen. So, wer ist denn hier so weit vorne? Aha, Itempunkte. Okay, Gerd Hansen, epische Items. Lukas Wex, okay, hat zwei epische Items. Okay. Gerd Hansen hat viele. Ja, Gerd Hansen ist ja hier OG, ne? Aber oha, Daniel Gonzalez hat auch schon ein episches Auto, okay. Warum ist denn jetzt hier schon wieder Polizei? Oh, ja, wir müssen ja schauen, hier ist eine Massenversammlung. Ah, okay. Das ist was eskaliert. Ja, okay, das ist ja gut, sie machen ja nur ihren Job, ne? So, das ist ja hier echt schon wie auf der Gamescom, ey. Ja. Muss das ihre Bodyguards nicht ganz so schlau sind? Ja, ich muss die noch ein bisschen trainieren, meine Bodyguards. Ja, das merke ich. Ja. Ja, genau. Ja gut, Jungs, dann ich muss mal weitermachen, ja? Oh Gott, ey, mir wird das hier zu heiß. Fahr. Mir wird das hier zu heiß. Wie, wer ist das denn, der hier drin ist? Ja, ich? Neben dir. Die Polizei verfolgt uns. Oh, nee, ey, was ist denn jetzt los? Ja. Ja, nix gemacht. Ich hab gar nichts gemerkt. Hallo, Officer. Ja. Was ist denn los? Hallo? Brauchen Sie Polizeistützung oder? Polizeischutz? Nee, alles gut. Obwohl, eine Frage. Hier ist jemand Fremdes in mein Auto eingestiegen. Vielleicht können Sie den ja mal mitnehmen. Na klar. Alle mal aussteigen, Jungs. Der mit der Gesichtsbedeckung. Den kenne ich nicht. Ja, nehmen Sie den mal mit, Officer, hier.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Ja, danke. Oh, Polizei macht guten Job hier. Ich hatte schon überlegt, ob wir den hier mit zum Hafen nehmen und einfach ein bisschen bedrohen, aber jetzt haben wir den der Polizei übergeben. Meinst du, wir sollen mal Leute abziehen? Ja, Mann. Sollen wir mal Leute, weil es ist ja Mafia. Eigentlich können wir auch Leute abziehen. Dings, Messer habe ich ja jetzt. Okay, also wir haben jetzt... Und dann Rauch. Okay, ja gut, wenn wir alle schon Messer haben, dann ist ja richtig gut. Ja, mit Messer kannst du auch. Ja, okay, dann lass uns mal ein Opfer suchen. Warte, uns fährt ja auch einer hinterher. Perfekt. Hallo? Hallo? Wer bist du denn? Warum verfolgst du uns? Einfach so. Ja, du kannst gerne mal aussteigen. Ich bin von der Zeitung. Von der Zeitung? Steig mal aus. Warum? Einfach so. Wenn du willst, kannst du gerne mal unsere Zeitung sagen. So, du verfolgst uns also einfach, ja? Ich bin von der Zeitung. Mhm, okay. Und was willst du von uns? Willst du einen Bericht schreiben oder was? Ja, ja, klar. Aha, und über was soll der Bericht gehen? Über das schöne Auto. Ah, okay. Das sieht man nicht so oft hier. Das stimmt, das stimmt. Und wollen die da auch Fotos machen oder wie läuft das? Mhm, und wie heißt deine Zeitung, von der du bist? Die Paulberger Zeitung. Das klingt für mich hier gerade ziemlich erfunden alles. Okay. Mach mal die Hände hoch. Nein, alles. Weißt du was? Du hast Glück, wir lassen dich jetzt hier mal laufen, ja? Aber verfolg uns nicht mehr. Ja, der war voll nett, ich wollte den nicht abziehen. Ey, jetzt bist du mir auch noch in mein Auto reingefahren. Ich glaube, ich drehe durch hier. Ja, gut, das heißt, also wenn wir Schusswaffen wollen, was wir eigentlich echt brauchen, wichtig, aber dafür müssen wir echt ein bisschen erst reingrinden. Lass mal überlegen, wen wir hier noch entführen können. Laufen. Oh, da vorne ist ja immer. Da läuft doch schon ein Auffahrer. Hey! Oh, sorry. Hey, du da! Sorry, chill mal. Wer bist du? Ich bin gerade neu eingereist, Bruder. Ah, du bist neu eingereist. Ja, Bruder. Ja, gut, okay. Ja, hast Glück, wir wollten dich eigentlich hier gerade abziehen. Ich hab Brot dabei. Alles gut, ey. Wir lassen dich erstmal ankommen, kein Stress. Wie bekommt man hier eine Waffe? Musst du die herstellen? Musst du die erst herstellen, musst du craften. Ich hab gehört, man braucht so Holz und so. Ja, genau. Ey, Abstand hier. Ey, wer bist du denn? Hallo. Ey, Jungs, den packen wir uns. Ey, das Auto ist abgeschlossen. Hendo. Ja, mach mal die Hände hoch. Ey, ja, mach ich doch. Schick mal. So, Hände hoch. So, den nehmen wir mit, Jungs. Komm mal mit hier mit uns. So, du wolltest ja also gerade mein Auto klauen, ne? Guck mal in die Mitte von meinem Shirt. Ja, was ist da? Aber du wolltest klauen. Du wolltest mein Auto klauen. Ist mir egal, ob du Polizist bist. So, entweder du gibst mir jetzt 5000 Mäuse oder du wirst was erleben hier. Ich durchsuch dich mal. Ja, durchsuch den mal, was der hat. Hat der was? Der hat gar nichts. Das ist echt schwach. Ey. Doch, muss ich klauen. Du hast ja nicht mal was man von dir abziehen kann. Schlecht, ne? Hey! Altes Ding? Hey! Hey. Au. Dach, da kriegt ihr erstmal eine! Au, sorry. Alter. Hey, beruhigt euch. Max. Ja. Ist alles gut? Hey, was? Okay, warte, der will, Bruder. Ich glaube. Stopp! So, leg dich nicht hier mit den Falschen an. Ja, Alter, die Basic Gang, ne, Alter, wie Polberger. Ja, okay, lass mal hier abhauen. Das wird mir hier zu heiß. Gleich kommt bestimmt Polizei wieder. Oh, hier ist nochmal. Oh, was ist denn hier los? Oh, was ist hier ein schöner Mensch da? Ja, da auf jeden Fall gute Klamotten an hier. Boah, da wird gerade einer. Der gerade wiederbelebt wird, damit haben wir nichts zu tun. Einmal bitte rechts ranfahren, allgemeine Verkehrskontrolle. Scheiße. Was will der? Nein. Scheiße, Alter, wir haben mit Jogum zu sterben. Ich hab gar nichts gemerkt. Rechts ranfahren, allgemeine Verkehrskontrolle. Ja, okay, warte. Ja, okay. So. Wissen Sie, was Sie falsch gemacht haben? Nee. Sie sind etwas zu schnell gefahren. Ach. Ja, okay, das tut mir leid. Ja, deswegen möchte ich gerne hier erstmal Ihre Führerschein und Fahrzeugpapiere. Kann ich Ihnen geben. Dann bitte. Legen Sie los. Warte, ich muss Sie kurz aus dem Auto rausholen. Falls Sie die Faxen machen, werden wir Sie tasern. Naja. Ich würde es nicht probieren, falls Sie irgendwas vorhaben. Nee, ich muss nur das Auto aufschließen. Haben Sie überhaupt einen Führerschein? Ja, klar habe ich einen Führerschein. Legen Sie bitte wieder aus, wenn Sie den Führerschein haben. Okay, haben Sie den Führerschein? Nee. Also haben Sie keinen? Doch, aber ich muss den wohl zu Hause liegen lassen haben. Ja, das kann ich leider nicht nachvollziehen. Ja, gut. Muss ich leider mit aufs Revier nehmen. Wie? Nein, die können eine Geld. Dann würde ich Sie gerade mal festnehmen. Ey, meine Securities, macht mal was hier.
Ey, wofür bezahle ich euch denn Securities? Polizist! Ey, ja. Polizist! Guck mal! Polizist, du nimmst den nicht mit! Ich sag dir, mach keine falsche Bewegung, dann stech dich mit! Machen Sie ein Messer weg! Nein, nein! Hört mir mal zu, bist du. Shit, nein! Stich ein Auto! Gut. Ey. Hallo, hört mir mal bitte. Ja, jetzt liegt der Junge. Das habt ihr starke Leistung gemacht. Bro, er hat wirklich alles gegeben. Hallo. Jürgen, warum ich schieß ja, hier? Ja, ihr, die sollten nicht bessere Security suchen, der. Ja. Hallo. Oh, sorry. Hallo. Ich glaube, der war zu teuer. Der war zu teuer. Guck mal. So, es tut mir leid. Darf man fragen, wie Sie heißen? Mein Name ist Max. Okay, Max, ich bin Maxi. Ah. Ja, mein Name ist auch Max. Alter, zu viele Maxi im Auto. Oh! Okay. Ich glaube, da werden gerade Drogen gedealt da vorne an der Ecke. Ja, das ist gerade nicht unser Job. Ja, unser Job ist jetzt hier festzunehmen. Oh, scheiße, Leute, ich werde hier einfach in den Knast gebracht, Mann. Ich bin hier direkt schon im Knast. So. Okay, dann würde ich Ihnen aber gerade noch mal die Rechte vorlesen. Alter, okay, brauche ich einen Anwalt? Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sollten Sie sich keinen Anwalt leisten können ich will oder einen Anwalt. Sich keiner im Staate befinden, müssen Sie sich selbst verteidigen und die Polizei übernimmt die Jukativ. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ja, habe ich verstanden. Was kostet der Spaß denn hier? Ich würde Ihnen eine Rechnung von 2000 aufstellen. Ja gut, okay. Oh Leute, jetzt kriegen wir hier eine kleine Geldstrafe, aber alles halb so wild. Kein Ding. Dann begleite ich Sie nochmal raus und dann sind Sie frei. Okay, danke. Ja, ich mach nix, mal langsamer, ja? Ja, wir fahren Sie mal zur Fahrschule am besten, ne? Ich gehe jetzt direkt zur Fahrschule. Ja, Können Sie mich vielleicht mit einem Polizeiwagen direkt zur Fahrschule fahren? Guten Abend. Das dürfen wir dann nicht machen. Nein, wir dürfen das nicht. Aber wenn ich jetzt in mein Auto steige, um zur Fahrschule zu gehen, mache ich mich ja wieder strafbar. Nein, Ihr Security fährt hier. Ah, okay, oder so. Ja gut, dann machen wir das so. Alle Platz machen. Boah, ey Leute, was ist denn hier los? Alle Platz machen. So, dann, sind Sie frei. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Ja, alles gut. Free iCrimex. Free iCrimex. iCrimex. Boah, ey, was geht denn? Was ist denn hier los? Ey, Hilfe! Polizei, könnt ihr mich bitte hier wegbringen? Lasst ihn bitte in Ruhe, alle weg! Weg. Polizei, könnt ihr mich bitte hier ein bisschen wegbringen? Ich werde hier belagert. Alle weg! Am Ende wurde du selber sein! Okay, danke, Officer. Ich wollte einmal zur Fahrschule bitte, weil ich muss meinen Führerschein machen. Ja, können wir machen. Danke. Mach mal eine Ausnahme hier. Ey Leute, was da abgeht. Paul Berger LP, Link in der Videobeschreibung, wisst Bescheid. Ist die Fahrschule schwer hier? Haben Sie die schon bestanden? Ich habe sie bestanden aufs erste Mal. Ah ja. Je schneller wir 85 fahren, dann kommt man da gut durch. Ja gut, das sollten wir hinkriegen. Ja. So, super. Ja, vielen Dank fürs Fahren, ne? Also, ja, war einfach gerne. Nur, ich bin da gerade nicht weggekommen. Ja. Viel Erfolg. Danke sehr, ciao. So Leute, jetzt müssen wir hier die Fahrprüfung machen. Willkommen in der Fahrschule. Als Einwohner von Los Santos sind Sie beim Fahren eines Fahrzeuges verpflichtet, einen Lizenzführerschein zu führen. Nehmen Sie sich Zeit, Antworten, okay, gesunden Verstand, Tipps, jegliche Rauschmittel. Ja, okay, komm, let's go, werden wir schon schaffen. Ich habe ja auch einen echten Führerschein. Aufputschmittel am Steuer, wäre das okay für Sie? So, nein, natürlich nicht okay. So, nächste Frage. Alkoholkonsum. Nein, natürlich darf man auch keinen Alkohol. Ich verzichte auf Alkohol hinterm Steuer. Warum sind Sie hier? Ich weiß nicht, ich habe 500 Euro gezahlt und weiß nicht warum. Ich glaube, ich kann mir die LSI-theoretische Fahrprüfung für meinen Führerschein absolvieren. Das hier natürlich. So, Leute, wir machen jetzt hier eine Führerscheinprüfung. So. Okay, Führerscheinprüfung mit Polizeischutz. Wir müssen jetzt hier diese Strecke entlang fahren. Und wir dürfen nicht so schnell werden. Ja? Okay. Ich fahre mal mit Ihnen. Ja, okay, das ist gut. Das ist gut. Was ist die Höchstgeschwindigkeit, die man fahren darf? 85 km/h. Oh, okay. Ich sehe leider mein Tacho hier nicht, aber ich glaube, ich kann das gut einschätzen. Ja, also am besten nicht so schnell, weil dann bekommen Sie Fehlerpunkte. Sie dürfen maximal 8 Fehler machen, dann haben Sie. Ey! Ey, halt mal mehr Abstand. Ja, toll. Jetzt habe ich hier einen Fehlerpunkt bekommen. Ich habe gar nichts gemacht. Geht das hier auf? Nee, wahrscheinlich nicht. Halt mal bitte Abstand, sonst bekommt der Fehlerpunkt. Einfach durchfahren.
Ey, ich werde so safe durchfallen. Oh mein Gott. Ich taser Gott. Die hinter ihnen. Einfach die Polizei-Escort fährt hinterher. Okay, Stoppschild. Ja, machen wir. Stoppschild immer beachten. 3 Sekunden zählen, ihr wisst Bescheid. Weiter. So. Polizei arbeitet jetzt einfach für sie. Oh mein Gott, wie heftig das einfach da hinten aussieht. Ja, nee, also ich will euch ja nicht von eurer Arbeit abhalten, ne? Aber, alles gut. Gerade eben, ich wäre da echt nicht weggekommen da von der Polizei. Ja, mir wurde gesagt, dass sie eine wichtige Person sind, deswegen. Ah, danke schön. So, Leute, jetzt fahren wir hier wieder zurück. Ich habe gerade gesehen, wir haben erst einen Fehlerpunkt. Also ich glaube, wir könnten unseren Führerschein bekommen haben. Hier mit Polizei. Ich weiß nicht, ob überhaupt schon mal jemand so einen Führerschein gemacht hat mit Polizeieskort. Vielleicht irgendwie der Sohn vom Präsident oder sowas. Ich weiß es nicht. Oh, Achtung, hier LKW. Ich darf jetzt keine Fehlerpunkte mehr bekommen. Geht alle aus dem Weg. Bleib weg, ich muss Führerschein schaffen. Oh, du hast es geschafft. Nur noch 10 Meter. Ey, der will mich sabotieren hier oder so. Ja, bitte. Oh, Fahrprüfung. Ja, okay, ich hab's. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Sie sind wirklich sehr, sehr gut, Alter. Dankeschön, dankeschön. Dann möchte ich dir auch mal persönlich gratulieren. Ja. Haben sie gut gemacht. Ich habe immer extra geschaut. Sie sind immer schön unter 85 km/h gefahren. Dankeschön, dankeschön. Ja, haben sie auch gut beschützt hier, die Polizei, meine Fahrstunde, ne? Jo, gerne. Tut mir leid, dass ich sie einmal in sie reingefahren bin. Ja, oh, ey, was soll das? Officers, packt euch den mal. Schnappt euch den. Schönen Tag, Herr Crimex. Wenn Sie noch was brauchen, kommen Sie einfach ja, zu mir. Ja, okay, danke. Ciao. Leute, ich würde aber sagen, das soll es gewesen sein. Lasst mal ein Like und ein Abo da. Heute Führerschein gemacht, im Knast gewesen. Alles mit dabei. Paul Berger, RP, ihr wisst Bescheid. Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex.